Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velorsche Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC mit PSV Eindhoven. Wir hatten ja in der letzten Folge eine ziemlich große Transferfolge, da ist einiges passiert. Haben ja unter dem Bar hier verpflichten können. Neuer starker rechter Verteidiger für unsere Startelf. Wir sind ja gerade dabei, Peters zum Innenverteidiger umzutrainieren und wir haben zwei alte Gesichter natürlich geholt mit der Richter und Kinunen. Kyolo haben wir auch noch geholt, also vier Neuzugänge gab es dort. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Wir haben ja immer noch eine ziemlich große Liste hier an Transfervorschlägen von euch. Da gibt es noch einiges zu tun. Ne? Die größten Problemstellen bei uns sind ja nach wie vor die Stürmerposition. Definitiv ein weiterer Top-ZM. Links will ich noch jemanden neuen haben. Und das war es eigentlich auch schon. Genau. LV, ZM, ST. Also da haben wir noch einiges zu tun. Aber erstmal gehen wir in dieser Folge rein ins Sportliche. Beziehungsweise erst kurz ins Finanzielle, denn auch hier, wir haben insgesamt ja schon 116,4 Millionen an Transfers eingenommen, also richtig viel. Liegt natürlich daran, dass Juventus Turin Atlifi 75 Millionen verpflichtet hat. Und gleichzeitig haben wir 55 Millionen bisher ausgegeben. Was Transfers angeht, wundert euch nicht wegen Scouting-Netzwerk. Ne, da habe ich ja Scouts verpflichtet und wieder entlassen, um das Budget ganz am Anfang zu drücken, damit man nicht mit PSV Eindhoven von Anfang an irgendwie 70 Millionen hat. Das ist dann ein bisschen too much. Inzwischen haben wir aber 70 Millionen durch die Verkäufe. Aber gut, durch die Transfers natürlich. Und ja, wir haben heute den Saisonauftakt. Bevor wir uns nämlich um Transfers kümmern, gehen wir erstmal rein gegen Gent. Danach haben wir das Spiel gegen Anderlecht, dann kommt Twente, AZ Alkmaar, Nijmegen. Also schon ein interessanter Auftakt. Und dann, wenn der Kader irgendwann steht, kommt Ajax. Nice, aber ich finde es super geil, auch diese Zusammensetzung der Liga. Ja, diese ganzen belgischen Vereine macht das Ganze auch nochmal viel interessanter. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht mehr so viel hier am Anfang. Wir gehen rein in das erste Duell mit PSV Eindhoven gegen Gent. Wenn wir hier mal raus, schon bei Gent, die wichtigsten Spieler sind in der Defensive einmal Jordan und in der Offensive Moran. Hier die Aufstellung beim ersten Heimspiel der Saison von PSV Eindhoven mit Julian im Tor. Bar auf rechts, Creswell und Richter, der Neuzugang von Bielefeld, hier in der Innenverteidigung. Asnun dann hier auf links mit Bar natürlich gleich zwei Neuverpflichtungen in der Viererkette. Schouten, Rio und Fährmann bilden hier das Dreimittelfeld. Pepe auf rechts, Noah Lang auf links und Fode Fofana ganz vorne im 4-3-3-System bei PSV Eindhoven. Bei Gent haben wir hier auch eine interessante Mannschaft. Takaya Ogawa, hier ein junger Keeper. Dann Ibrahim, sehr junger Verteidiger. Toro Nariga und Watanabe in der Dreierkette. Makado, auch super junger Spieler hier. 20-jähriger Argentinier auf rechts. Auf links haben sie ja Sonko. Dann Hong Kyung-suk und Carlo Adriano im Zentrum. Moran im ZOM und vorne dann Ioannidis und Miwowski. Das Ganze im 3-4-1-2-System bei Gent. Jetzt hier Gent auf dem Vormarsch. Creswell stellt da sein Gegenspieler nicht perfekt, aber Julian ist da, macht das gut. Da konnte sich erst der Gegenspieler nochmal lösen, aber Julian hat dann das kurze Eck dicht gemacht. Sehr gut gemacht von unserem Keeper. Sonko. Sonkos Pass ist nicht schlecht und der Ball ist drinne. Den Ball richtig gut hinter Richter gespielt, hinter sein Blickfeld. Macht das richtig stark und dann ist hier Gent jetzt in Führung. Ja, es war einfach ein super Pass. Schauen wir uns gleich nochmal in der Wiederholung an. Super durchgesteckt hier und dann gehen die Gäste hier in Führung. Hier sehen wir es nochmal. Der Pass. Zack. Ja, genau in diese Schnittstelle reingespielt, wo Richter dann leider nicht mehr rankommt. Der Pass war perfekt. Richter hat da keine Chance ranzukommen. Der Abschluss auch super gut. Julian keine Chance an den Ball zu kommen. Und dann ist es der erste Treffer der neuen Saison für Andrew Moran hier. Erster Treffer in der ersten Partie. Perfekter Auftakt für Gent aktuell. Jetzt hier die Möglichkeit. Die Möglichkeit aber daneben, ja. Aber Gent ist gefährlich. Gent wirkt sehr, sehr gefährlich, muss man sagen. Da muss PSV Eindhoven aufpassen. Der Pass von Sonko war nicht schlecht. Julian hat den im Nachfassen. Aber die nächste Chance für Gent. PSV Eindhoven bisher noch ohne Chance in dieser Partie. Vielleicht kann das dieser Mann ja ändern. Noah Lang. Pepe. Pepe hat da jetzt mal Platz. Pepe hat da jetzt mal Platz. Zieht auch ab. Ogawa hat da kein großes Problem, aber der erste Schuss vom PSV Eindhoven in dieser Partie nach über 35 Minuten. Ja, Lang hat das gut gemacht. Jetzt hier Fofana. Fofana hat da gut die Gegenspieler auf Außen gezogen. Da ist Noah Lang. Noah Lang mit der Riesenmöglichkeit. Noah Lang mit der Riesenmöglichkeit und mit dem 1-1. Man muss wirklich sagen, Gent war hier die deutlich bessere Mannschaft. Aber PSV Eindhoven macht aus wenig sehr viel und damit steht es hier 1-1. Noah Lang, der vermeintlich wohl beste Spieler bei PSV Eindhoven mit dem Treffer. Er kommt dann einfach da durch. Ogawa kann da nicht viel machen.
gegen den Abschluss von Noah Lang und dann steht es hier 1-1 für PSV Eindhoven, beziehungsweise für beide Teams natürlich, ne? Aber das 1-1 durch PSV Eindhoven. So kann er gerne in die Saison starten, Noah Lang. Den hatten wir auch in einer unserer. In welcher Karriere hatten wir ihn damals geholt? Ihr wisst es wieder besser als ich. Aber in irgendeiner Karriere hatten wir ihn und da ging der eigentlich auch ganz gut ab, wenn ich mich richtig erinnere. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, Leute. Der Schuss, aber Julian hat den. Julian pariert den. Ja, Gent, die sind gut. Die sind richtig, richtig gut, muss man sagen, heute. Die haben nochmal eine Ecke hier zum Ende der ersten Halbzeit. Julian kommt raus. Julian ganz sicher. Richter, ja, zeigt seine Qualitäten im Spielaufbau. Macht er gut. Bar. Gibt den auch gut ab. Pepe. Und Pepe spielt den gut auf Bar. Das könnte jetzt gefährlich werden. Der hohe Ball. Fofana gibt den auch nochmal ab auf Noah Lang. Und der Ball ist nicht drin. Aber das war ein richtig schöner Angriff hier vom PSV Eindhoven. Leider ohne einen Treffer. Und jetzt hier Noah Lang. Spielt den wieder auf Fährmann. Der spielt den da sehr interessant rein. Und das ist nicht das 2-1. Was ein perfekter Ball auf Rio. Und der macht ihn nicht rein. Wow. Wow. Es ist, glaube ich, wirklich beeindruckender, dass er den nicht reingemacht hat. Das war die perfekte Vorlage gerade. Und er macht ihn leider nicht rein. Stark, Rio hat den gut abgefangen. Rio jetzt hier spielt ihn gut auf Fofana. Das ist jetzt seine Möglichkeit. Fofana, Fofana, Fofana mit dem Treffer. Und damit haben wir das 2-1 PSV. Eindhoven dreht die Partie hier. Fofana, ja, macht das Foto rein da. Vorhin hat sein Teamkollege noch eine Riesenchance liegen gelassen. Jetzt aber hier Rio, der diese Chance liegen gelassen hatte, spielt den auf Fofana und dann steht es 2-1 PSV Eindhoven. Sehr schön. Zack, da kommt dann Ogawa nicht mehr ran. Und dann ist Eindhoven hier jetzt in Führung. Sehr schön. Wäre natürlich toll, wenn wir hier mit 3 Punkten starten könnten. Jetzt hier die Möglichkeit oder was? Die Möglichkeit, nein, da sind Richter und Cresswell im Zusammenspiel dazwischen. Pepe mit einem Riesenfehler. Pepe mit einem Riesenfehler. Da ist Schuten stark. Und jetzt Pepe hat da ein bisschen Platz. Über die rechte Seite. Er spielt ihn gut. Fofana muss ihn da jetzt direkt wieder hinspielen. Macht er gut. Und jetzt hier Pepe. Pepe spielt ihn gut in die Mitte. Und da ist Fährmann. Fährmann jetzt hier. Fährmann an die Latte. An die Latte. Was für eine Aktion hier. Leider geht er nicht rein. Schuten hat den Ball noch, aber leider im Aus. Es gibt trotzdem jetzt einen kleinen besonderen Moment. Denn wir sehen hier gleich eine Auswechslung. Es ist Pepe, der rausgeht und dafür kommt Jani Kinnunen hier rein. Die Nummer 59, der zweite Bielefeld-Neuzugang hier, kommt hier jetzt in die Partie. Und mal schauen, was für einen Impact er vielleicht hier noch auf die Partie haben kann. Gent versucht wieder nach vorne zu kommen. Schuten stark dazwischen. Und jetzt hier Uneken. Uneken spielt ihn gut jetzt hier auf Kinnunen. Das erste Mal am Ball jetzt hier. Kinnunen hat den. Kinnunen gibt den gut weiter. Stark gespielt jetzt hier von PSV Eindhoven. Jetzt hier Fährmann. Fährmann. Fährmann schiebt ihn rüber. Noah Lang mit dem Doppelpack 3-1. Die Partie ist entschieden. Die Partie ist entschieden. PSV Eindhoven holt sich hier wohl den ersten Saisonsieg. Noah Lang hier die Nummer 7. Doppelpack zeigt gleich mal die Wichtigkeit für dieses Team hier. Dass er hat. Oder die er hat. Gut ausgespielt. Und dann Fährmann, der ja jetzt seinen ersten Assist geben kann, hat ja vorhin schon eigentlich eine wunderbare Aktion, wo er den Assist hätte geben müssen. Aber leider hat Rio ja den Kopfball nicht reingemacht. Aber 3-1 PSV Eindhoven hier auf dem Weg, die ersten 3 Punkte mitzunehmen. Ja. Kinnunen. Kinnunen darf er nochmal. Kinnunen darf auch nochmal abziehen. Leider kann er hier nicht gleich mal einen Treffer erzielen. Schade, aber das Spiel endet dann nochmal mit einem Schuss von Kinnunen. Und damit mit dem 3-1 hier am Ende für PSV Eindhoven. Ich muss sagen, die erste Halbzeit war Gent die klar bessere Mannschaft. Da haben sie uns echt unter Druck setzen können. Sie haben auch insgesamt mehr Ballbesitz. Aber wir hatten hier den höheren XG-Wert, haben die gefährlicheren Chancen rausgespielt. Deswegen bin ich erstmal zufrieden. Wir haben noch nicht ganz das umgesetzt, was ich spielerisch eigentlich vorhab. Aber hey, ich sag mal so, die ersten 4-5 Spiele geht es erstmal darum, konstant zu punkten. Das ist, denke ich, erstmal wichtiger. So. Transfer irgendwie Pepe, okay. Würde ich ungern abgeben. Hier in Finnland, der ist nicht so interessant. Der ebenfalls nicht. Der ebenfalls nicht. Emil Nielt ist da. Also der ist auf jeden Fall interessant. Den verpflichten wir auch direkt mal. Ja. Jetzt in Estland. Ja, leider. Müssen wir uns nochmal einen Monat angucken. Ich glaube aber nicht, dass der super interessant wird. Er hier auch nicht. Er hier auch nicht.
Und dann haben wir hier nochmal in den Niederlanden. Vielleicht finden wir hier nochmal jemanden. Kann man sich auch nochmal einen Monat angucken. De Jong auch nochmal einen Monat. Van Dijk kann man sich auch nochmal einen Monat angucken. Und dann haben wir noch einen Transfer für Pepe. Will ich aber auch ungern abgeben. Also da vorne bin ich eigentlich echt zufrieden mit den Spielern. Mit Kino und Pepe lang. Also ich wüsste nicht, warum man das jetzt unbedingt machen sollte, außer Bilbao sagt, jo, wir geben euch richtig Kohle. Wir übertreiben es mal sowieso, ja. Ist dann auch okay. Dann bleibt er erstmal. Weil ich will die Mannschaft gar nicht jetzt so krass noch verändern. Wir brauchen halt einen neuen Stürmer, einen neuen ZM und einen LV und ich bin dann eigentlich voll zufrieden. Klar kann man sagen, Innenverteidigung wäre vielleicht noch was möglich, aber ich finde die Kombination mit Cresswell, Richter, Slutsager und bald Peters eigentlich ganz cool. Weil wir da echt viele gute, junge Spieler vor allen Dingen haben. Gehen wir nochmal vor. So, jetzt haben wir hier nämlich Obisbo, der geht. Oder Obispo. Ne, Obisbo, ich habe den wahrscheinlich schon die letzte Folge ganz falsch genannt. Armando Obisbo. Obispo. Egal, er ist weg. Ich muss ihn nicht mehr richtig aussprechen. Passt schon. Passt schon. Und hier haben wir eben das, was eben eintreten kann. Für Curtis ein Angebot. Aber hier sage ich auch ganz klar, mit dem plane ich. Ich sehe Curtis nicht jetzt als Abgangskandidaten. Gehen mit dem Doppelten des Marktwerts, da werden sie eh gleich weggehen, ne. Auch hier gib mir von mir aus 15% und wenn du mir dann 28 Mio beispielsweise gibst, dann mache ich das, aber das machen sie nicht, oder? Dann lehnen wir die Verhandlungen ab, weil für 20 gebe ich Curtis nicht ab. Ich will keinen Spieler mehr für wenig abgeben, wo ich nicht sage, da das kann irgendwie, also ich will eigentlich gar keinen Spieler mehr richtig abgeben, weil der Kader steht ja. Also jetzt gerade, wo Obispo jetzt gegangen ist, haben wir jetzt sowieso nur 19 Spieler? Genau, wir haben aktuell nur 19 Spieler im Kader. So, wir brauchen nur 1, 2, 3 mindestens. Dann wären wir bei 22 und das ist dann schon relativ eng, der Kader. Und dann noch irgendwelche Spieler jetzt ersetzen zu müssen, wäre ein bisschen suboptimal. Für die Ziele, die man auch mit PSV hat. Dementsprechend gehen wir hier nochmal rein. Jetzt ist natürlich die Frage, was priorisiere ich? Priorisiere ich das Mittelfeld, den linken Verteidiger oder den Stürmer? Weil einmal dick Geld ausgeben können wir sicherlich noch. Ich würde aber tatsächlich sagen, dadurch, dass wir jetzt auf Außen schon was getan haben, in der Innenverteidigung was getan haben, rechts richtig Gas gegeben haben, würde ich tatsächlich den Sturm, glaube ich, priorisieren. Weil wir da nur Fofana und Oneken haben. Und ich würde am besten Emega holen. Der wäre halt richtig geil. Der ist halt 25, der ist Niederländer, 1,95 groß. Das ist genau so ein Spielertyp, wie ich ihn holen wollte. Hat trotzdem eine gute Ballkontrolle, trotzdem gutes Dribbling, 81 Abschluss, 80 Kopfballpräzision. Vielleicht kann er sich sogar noch ein bisschen entwickeln. Das ist so der Typus von Spieler, den ich gerne holen würde. Jetzt ist halt die Frage, was will Torino für ihn haben? Da bleibe ich einfach ganz stumpf bei 29 Millionen, wenn sie das machen. Das ist ja perfekt. Das ist ja wirklich perfekt gelaufen dann. Jetzt müssen wir noch gucken, dass er bei 45.000 mit Gehalt zufrieden ist. Weil er verdient jetzt auch natürlich mehr. Machen wir 5 Jahre draus. Freigabesumme. Er ist 29 Millionen wert. Nimmst du 78 an? 50 würde er machen. Nee, da machen wir ohne Ausstiegsklausel. Da machen wir ohne. Beim Gehalt, das passt ja richtig gut. Machen die ganzen Boni weg. Dann kriegst du von mir aus 42.000. Ist eigentlich weniger als er jetzt verdient, aber gut. Wir geben ihn da trotzdem. Er wird dann der zweitbestverdienste nach Bar. Emanuel Emega hier von Torino, 29 Millionen. Ist natürlich auch ein Brett mit Eindhoven. Aber gut, wir haben auch viel eingenommen bisher. Dafür war der Transfer halt relativ günstig, weil Torino nicht wirklich viel verhandelt hat. Und damit haben wir jetzt unsere richtige Nummer 9 da vorne. Auch nochmal die Qualität extrem erhöht. Jetzt ist die Frage, kannst du dich auch noch verbessern? Sehr schön. Weil dann werden wir ihn hier nämlich bei seinen Abschlussqualitäten nochmal verbessern, weil das muss noch ein bisschen hoch. Geht hier Kopfball hoch? Ah, Kopfball geht nicht hoch, das ist nervig. Nur bei Anspielstation oder was? Aber ist auch okay, dann wird sein kurzer Pass besser, seine Ballkontrolle, seine Ausdauer wird nochmal deutlich besser. Kopfballpräzision geht hoch, die Balance, die nicht so gut ist, geht nochmal richtig hoch, das machen wir. Da wird er dann nochmal klar besser. Wir sollten eh mal gleich reingehen wegen Entwicklungsplänen.
Machen wir das doch gleich mal direkt. So, dann haben wir ihn hier. Ich würde Kyoge erstmal so reinnehmen, weil Peters ja eh gleich ein Innenverteidiger wird. So. Gehen wir einmal rein in die Entwicklungspläne. Machen wir das jetzt mal. Bei Julian würde ich einfach sagen, der kann einfach weitermachen wie bisher, oder? Wobei, Hechten wird nochmal besser. Ja, der kann auf ausgeglichen bleiben, das passt. Dann haben wir Asnu. Er hier soll vor allen Dingen in den defensiven Aufgaben nochmal einen Ticken besser werden. Gerade seine Stärke ist eine Komplettkatastrophe, Alter. Der kann doch bestimmt wieder auf einer anderen Position viel besser spielen, oder? Ah, nicht wirklich, okay. Nee, aber dann definitiv defensiv, weil seine Stärke... Ich meine, wie groß ist er? 1,75, okay. Trotzdem soll er da ein bisschen besser gegenhalten können, ey. Also da muss er defensiv noch ein bisschen besser, weil er ist eigentlich defensiv voll gut. Defensiver Zweikampf beispielsweise, also fairer Zweikampf 83 beispielsweise. Also da ist auch wieder wichtig, dass er gerade in Sachen Stärke nochmal ein ganzes Stück besser wird. So, Cresswell. Der hier ist halt... Wobei, sein kurzer Pass ist auch echt geil, ne? Schon. Libero, dann wird er so. Stärke verändert sich nicht mehr. Grätsche könnte halt nochmal schön nach oben gehen hier mit Libero. Ne? Sein Tempo wird auch nochmal besser dann. Vorstopper leider dann Grätsche nicht mit dabei. Machen wir Libero, das passt. Slutsaga, wie sieht's bei dir aus? Du hast einen guten kurzen Pass. Der lange Pass könnte halt auch nochmal besser werden. Ballkontrolle wird besser, fairer Zweikampf. Ja, du sollst einfach spielerisch noch besser werden. Dann haben wir Richter. Der hat ja die letzten Jahre schon sehr, sehr viel trainiert, was seine Kurzpässe angeht. Defensive muss halt noch besser werden, ne? Wenn man sich das mal anguckt. Fairer Zweikampf, die Grätsche, das Tempo kann auch mal ein bisschen höher. Da muss er sich echt nochmal verbessern, deswegen machen wir. Das können wir jetzt auch pushen. Curtis, den würde ich tatsächlich offensiver hier machen. Übersicht, Tempo, Pass soweit, Ballkontrolle, Grätsche, ja. Flügelverteidiger. Würde die Balance nochmal mit hochgehen, das Abfangen ein bisschen. Auch nicht uninteressant, nehmen wir das hier. Wobei, hier würde es auch nochmal hochgehen, okay, dann die Grätsche nicht, sondern Dribbling und Co. Nehmen wir das hier in Versa, warum nicht? So, Kyolo. Der soll tatsächlich da weitermachen, wo er richtig gut ist, nämlich bei seinen Pässen. Er ist halt wirklich ein tiefstehender, guter Spielmacher, das soll er machen. Dann Peters, der lernt noch die Innenverteidigerposition. Fährmann kann sich wahrscheinlich eh nicht mehr verbessern. Er geht sogar noch mal hier und da. Aber der ist halt schon genial, ne? Soweit. Der soll erstmal so bleiben, wie er ist. Rio wird Spielmacher, ne? Wenn ich das richtig sehe. Genau. Weil sein kurzer Pass leider nicht mehr hochgeht, aber langer Pass kann da nochmal schön geboostet werden. Kinunen. Da wissen wir, was wir machen müssen. Inverser. Einfach aufgrund dessen, dass sein Abschluss besser werden muss, weil wenn der mal gut ist, dann wird es richtig interessant bei ihm. Deswegen, der muss besser werden. Noah Lang. Ja gut, der ist ja eben mehr oder weniger ready. Inverser könnte man auch hier nochmal machen wegen dem Abschluss. Warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht? Dribbling, Ballkontrollen geht auch nochmal hoch. Why not, komm. Machen wir bei ihm. Und Emega haben wir eh Anspielstation und Neken. Mobiler Stürmer vielleicht. Ja, Tempo geht leider nicht mehr hoch. Stellungsspiel. Ja gut, das macht bei ihm hier gar keinen Sinn. Und dann haben wir noch Fofana, der ist halt auch relativ groß. Sein Abschluss wird leider nicht mehr besser. Aber er kann halt in Sachen Ballkontrolle nochmal besser werden. Die Stärke kann nochmal gepusht werden. Kopfball. Ja, das machen wir so. Dann passt das auf jeden Fall. So. Gute Arbeit, sehr schön. Da werde ich auf jeden Fall meine Arbeit hier gelobt. Neuer Stürmer ist da. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, wie sieht es aktuell finanziell aus. Ja, wir haben immer noch mehr als genug Budget, muss man sagen. Wir haben mit 131 Millionen eingenommen, 84 Millionen ausgegeben, also gute 50 Millionen Puffer haben wir da noch. Jetzt ist halt viel links die Frage, was machen wir da noch? Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, da gehen wir nicht mit der absoluten A-Lösung hier mit Tolkien. Den packe ich mal tatsächlich weg. Wir haben da ja natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten mit Köln gehen, ein bisschen die Erfahrung hier mitnehmen. Hat eine sehr hohe Arbeitsrate, sehr gutes Tempo. Würde zum Spiel von uns natürlich passen. Oder wir gehen mit Ekome. Weil dann hätten wir... Aber wir haben mit Asnu auf jeden Fall hier jemanden, der eher defensiv besser wird. Und dann vielleicht jemanden, der offensiv so stark ist. Wäre das nicht schlecht, weil man da zwei Varianten hätte. Und Köln ist kein schlechter auf jeden Fall. Sanchez, wie sieht es bei ihm aus? Abfang und Co. Ja.
Kühn ist auch hier, ne? Flankentechnisch richtig gut, gute Ballkontrolle, gutes Dribbling. Er ist aber LAV. Ist ja die Frage, wird er dann zu einem guten LV, weil Abfang und Co. Wie sieht es mit den Zweikampfwerten aus? Aber die sind sogar besser bei Kühn. Ikome ist hier natürlich richtig stark drin. Wir gucken mal. Ich glaube, ich nehme sogar Ikome, weil der bietet mir irgendwie das Beste von allen. Was hat er im Flanken, ist nur noch die große Frage. Ja, das ist sein großes Problem, der hat keine guten Flanken. Dann gehe ich doch mit Köhn. Weil gerade wenn wir E-Mega da haben, dann wäre es schon ganz gut, wenn man jemanden, der gut flanken kann, hat. Okay, sie wollen eine Weiterverkaufsklausel. Dann machen wir folgendes. Wir machen 8,8 Millionen. Dafür gebe ich euch eine richtig fette Weiterverkaufsklausel. Ja, sie wollen lieber so das Ganze machen. 10,5 plus 10%, komm. Das akzeptieren sie. Das akzeptieren sie für Derek Köhn. So, er will wichtig sein, das ist auch vollkommen okay. 4-Jahres-Contract sollte passen, ja. Eine Ausstiegsklausel beim Gehalt. Das ist ja auch ganz angenehm. Ach, sorry Leute. Beim Gehalt würde ich ihn jetzt auch mal 27.000 geben, nicht ganz so wenig. Über 4 Jahre lohnt sich das dann ja auch für ihn, weil er einen langfristigen Vertrag kriegt. Hat er zwar vom Jahresgeld etwas weniger, aber durch den langen Contract lohnt sich das finanziell dann doch wieder. Derek Köhn kommt jetzt hier also auch nochmal von Galatasaray. Das heißt, wir haben ganz klar auch nochmal den Fokus dann im ZM gelegt, was die letzte große Investition angeht. So. Dann haben wir, wo ist jetzt Derek Köhn? Hat die 4 jetzt? Hat er die irgendjemand weggenommen? Sieht nicht so aus. Jetzt hoffe ich nur, dass er auch wirklich linker Verteidiger kann. 79 Wochen, das dauert ein bisschen, ja, dann ist es halt so. Egal, der wird das schon spielen können. Der wird das schon spielen können, das passt schon. So. Auch wenn da jetzt dieses Zeichen kommt, das kriegt er schon hin. Auch wenn es ein bisschen dauert. Aber ja, Leute, wir gehen dann, würde ich sagen, auch nochmal in eine zweite Partie. Ich habe Bock zu zocken, muss ich sagen. Gut, wir müssen noch ein paar Tage vor. Haben nochmal ein paar Abschlussberichte, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal in eine zweite Partie. Gegen Anderlecht zu zocken, da habe ich Bock. Ich habe Lust, mit PSV hier voranzukommen. Wir haben ja eh nicht mehr ganz so viel Zeit, muss man sagen. Und gehen wir rein hier auf jeden Fall. Gegen Anderlecht. Die haben ihr erstes Spiel auch gewonnen und der wichtigste Spieler ist hier Dreyer. Gehen wir die Aufstellung von dem RSC Anderlecht mit Basuno im Tor, Patrice, Kumbula, Jacke und Amraoui hier in der Viererkette. Yates, Abdul Razak und Verscharen hier im Dreiermittelfeld. Dreyer, Amuso und Dolberg ganz vorne, das Ganze in einem offensiven 4-3-3-System hier beim RSC Anderlecht. Bei PSV Eindhoven haben wir Julian im Tor, Bar, Creswell, Richter und der neueste Neuzugang Köhn in der Viererkette. Dann Schuten, Rio und Fährmann im Dreimittelfeld, Pepe, Lang und der 29 Millionen Mann Emega ganz vorne hier ebenfalls mit dabei im 4-3-3-System. Ah, der Ball ist wieder bei uns, Fährmann. Emega jetzt hier. Emega hält da gut den Ball und das ist ein richtig gutes Zuspiel jetzt hier. Noah Lang macht ihn nicht rein, weil Basuno dran ist. Basuno hält den Ball, aber richtig gut von Emega den Ball weitergeleitet. Der kann da eben mit seiner Körperlichkeit punkten. Und das wird sehr interessant, wie er noch in unser Spiel eingebunden wird. Oh, der Ball ist super. Der Ball ist super. Dolberg geht da ein bisschen zu einfach auf Creswell, durch Creswell vorbei. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Da war irgendwie eine zu große Lücke. Und der RSC Anderlecht hier mit dem Treffer macht den Ball hier rein. Kaspar Dolberg, das ehemalige Supertalent hier mit dem Treffer. Also die Anderlecht-Fans können auf jeden Fall jubeln, Julian eher weniger. Richter war da nicht ganz in seiner Position, Creswell irgendwie auch nicht richtig in den Zweikampf reingekommen. Die Innenverteidigung hier ein bisschen schwach bei PSV Eindhoven in dieser kompletten Situation. Und Kaspar Dolberg hier dann in der zweiten Partie mit seinem zweiten Treffer. Also guter Saisonauftakt für den Stürmer von Anderlecht. Dolberg, der ist gut. Der ist super gut gespielt, jetzt hier Dreyer gegen Derek Köhn. Aber da ist Schute, macht das super, wie er rauskommt. Pepes Pass ist super. Super eröffnender Pass von Pepe. Aber da kommt dann der Anderlecht-Verteidiger eigentlich von hinten ran. Aber das macht dann hier Eindhoven wiederum gut. Und Emega macht ihn gleich mal rein. Hier sehr stark. Bei seinem Debüt macht er hier gleich mal den Treffer. Gleich mal den Treffer hier. Yes, und präsentiert sich dann hier. Emega gleich mal mit dem Treffer hier in seiner ersten Partie für PSV Eindhoven. Macht das richtig gut. Macht ihn sogar mit seinem schwächeren Rechten, ist ja Linksfuß.
macht das aber richtig gut. Und deswegen haben wir ihn natürlich geholt, um davon jemanden zu haben, der souverän Tore erzielen kann. Emega kontert also dementsprechend hier Dolberg und damit steht es 1-1 zwischen Anderlecht und PSV Eindhoven. Oh, das ist gefährlich, aber Julian dazwischen. Julian dazwischen hier rettet PSV Eindhoven mal wieder am Ende einer ersten Halbzeit. Und wieder Ecke, wie im ersten Game. Und die wird geklärt von Pepe. Schulten spielt den Ball auf Bar. Jetzt hier Kinonen. Kinonen, starke Aktion. Starke Aktion, dann dieser Pass auf Emega. Emega mit seinem Linken macht er den nicht rein, schade. Aber was für eine geile Aktion war das bitte gerade hier von Kinonen. Das hat schon Firmino-Style. Und dann macht den hier Emega leider nicht rein. Er schafft es nicht, gleich mal einen Doppelpack zu schüren. Das wäre natürlich noch perfekteres Debüt dann entsprechend vom Neuzugang hier von Torino. Boah, der Ball, was für ein Fehler von Kumbula da. Fährmann, Fährmann jetzt hier. Fährmann mit der Hacke auf Emega. Perfekt den Ball rübergegeben. Also besser hättest du den nicht rübergeben können. Und dann macht hier Emega den Doppelpack in Minute 65. 2-0 PSV Eindhoven. Kinunen da am Fallen, Emega, Fährmann und wie sie nicht alle heißen. Kommen da alle mit dazu. Ja, die Anderlecht-Fans, die werden sich natürlich ärgern. Riesenfehler dort. Und dann ist es Fährmann mal wieder mit einem Assist. Zack, mit der Hacke. Emega muss sie nur noch reinschieben. Ist jetzt nicht wirklich schwer für einen Stürmer seiner Klasse hier. Ich denke, es ist echt schwerer, den nicht reinzumachen. Auf jeden Fall haben wir den Doppelpack für Emega, für unseren Neuzugang. Und ja, damit auch hier die Führung. PSV Eindhoven dreht schon wieder eine Partie hier früh in der Saison. Der Einwurf war gut. Das ist gefährlich. Jetzt hier Anderlecht, ja. Dolberg, gibt den ab. Gibt den ab, aber Richter dazwischen. Ganz wichtig, dass Richter da seinen Fuß dazwischen hat. Jetzt Emega, der Doppelpacker. Der Doppelpacker mit dem Pass auf Lang und das ist ein guter Konter. Und jetzt haben wir Noah Lang. Der dürfte nicht mehr zu stoppen sein. Noah Lang, Noah Lang, Noah Lang mit dem 3-1. PSV Eindhoven hat schon wieder eine Partie so gedreht, dass man wieder mit zwei Toren führt hier. Noah Lang hier die Nummer 7. Weiterer Treffer auch für ihn. PSV Eindhoven sieht dann doch wieder ganz souverän aus. Muss man sagen hier. Und auch wieder gleiches Bild wie im ersten Game. Erste Halbzeit Schwierigkeiten. Zweite Halbzeit sieht dann doch schon wieder viel, viel besser aus. Noah Lang, wenn er dann natürlich auch allein auf Basuno zugeht, dann ist es ganz schwer für den Keeper da noch was zu machen. In dem Fall hier konnte er gar nichts mehr machen. Oh, der Pass ist nicht schlecht, aber Julian ist dazwischen. Oh, Curtis wird da einfach überlaufen von Jacquet. Richtig stark von Jacquet, aber Peters dazwischen. Und jetzt hier Emega. Oh, Emega, da ist Platz, da ist Platz und den hält jetzt keiner mehr. Emega ist zwar groß und hat durchaus einen Körper, den er reinstellen kann, aber der ist auch schnell. Und Emega macht ihn dann aber nicht rein. Ich meine, er hat schon zwei Tore, deswegen nicht ganz so tragisch. Aber ein drittes hätte auch nicht geschadet. Jetzt kommt noch Thorgan Hazard rein für Jacquet. Am Spiel sollte das aber wahrscheinlich nicht mehr wirklich groß was ändern. Das Spiel ist rum. 3-1 gewinnt hier PSV Eindhoven gegen den SC Anderlecht. Also zwei Duelle, zweimal 3-1. Lediglich zwei Tore kassiert. Klar hätte man auch gerne mal zu 0 gespielt, aber das ist nicht ganz so tragisch, wenn man denn selber dann 6 Tore insgesamt erzielt. Also wirklich ein perfekter Auftakt, kann man sagen, hier mit Eindhoven. Sehr schön für uns. So, ich meine, wie lange haben wir jetzt auch noch, bis die Transferphase endet? Ja, da haben wir noch ein paar Games auf jeden Fall. Ja, bis das Ding dann hier wirklich endet. Wir gehen noch mal ein bisschen vor. Haben nämlich jetzt auch noch mal ganz viel Shooten. Und Peters kann seine Position ändern. Und ist gleich mal ein 77er. Also das hat sich zumindest etwas gelohnt. Da haben wir dann doch wirklich hier drei 22-Jährigen. Und mit Cresswell den erfahrenen Mann hier. Aber das ist doch nicht schlecht. Leider kann er sich nirgendwo mehr verbessern. Das ist echt schade bei ihm. Aber gut. Dann ist es halt so. Haben wir trotzdem noch mal einen soliden Verteidiger mehr. Im ZDM haben wir ja wie gesagt Shooten, Kyolo, da kann Peters auch immer noch aushelfen. Also das passt. Und wir gucken nochmal, Shooten wollen sie haben, würde ich auch nicht gerne abgeben, sage ich euch ehrlich. Shooten war richtig gut in den ersten Spielen, deswegen gehen wir auch hier wirklich mit einer sehr hohen Summe rein. Das schreckt die Spurs schon mal ab, sehr gut. Und ja Leute, dann schreibt mir gern euren Spieler der Folge in die Kommentare. Ist es vielleicht Neuzugang Emega? Vielleicht doch Fährmann, der ja wirklich gut performt hatte. Ist es ein anderer? Gern in die Kommentare schreiben. Euer Veloschmetz, ich fürs Erste. Und bye bye.